Wir haben jetzt immer... Ja, 6 Dungeons erkundet. Unnützes Packform, findet mir niemand meine Glocke. Oh, du? Oh, beim Klamottermann. Man sieht es in deinen Augen. Welch ein erfahrener Abenteurer du bist. Okay, finde sie. Finde meine Glocke. Ich warte. Tja, wir sollen seine Glocke finden. Ich habe dafür jetzt, sagt beim besten Willen, 2 Ideen. Obwohl, gibt es, sagt hier überhaupt 2 Ideen? Ich glaube ja eigentlich jetzt erstmal nicht. Nein, nein, 2 richtige Ideen gibt es, sagt in diesem Fall nicht. Es gäbe ja bloß eine richtige Idee. Der Piraten-Captain hat uns ja gesagt, jetzt, da wir 6 Dungeons gecleared haben, anerkannt als Abenteurer. Jetzt dürfen wir seine Glocke finden. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, mit der Hilfe dieser Glocke müssten wir eigentlich auch in der Lage sein, den Einsiedler mit dem Pilz aufzuwecken. Dann kriegen wir den Pilz, dann können wir, sagt, rübergehen zur Hexe Sirup. Vielleicht kriegen wir dann Zauberpulver oder, sagt, einen Kessel. Mit dem Kessel wiederum müssten wir dann wiederum zurück nach Stabrosia gehen, wo wir dann vulkanische Gesteinssuppe kriegen, die wiederum dann dafür da ist, dass er sagt, der Gorone, also der gigantische Gorone, seine Erkältung wegkriegt. Daraufhin kriegen wir dann erstmal eine Vase und mit der Hilfe der Vase kriegen wir, er sagt, einen Fisch und mit der Hilfe des Fisches kriegen wir die Katze vom Baum. Du suchst nach der Glocke? Dann könnte ich zurück. Danke. Das Problem ist jetzt allerdings hier. Oh nein. Wir müssen wieder zurück. Ah, wir müssen... Ah, wir müssen wieder zurück. Ich weiß, er sagt jetzt beim besten Willen nicht mehr die Kombination, die uns, er sagt, das eine Skelett, er sagt, beigebracht hat. Also irgendwas fehlt immer hier. Jetzt ergibt natürlich diese Kleinigkeit auch einen Sinn. Also gut, bring uns, er sagt, nochmal die Kombination bei. Wie ging das doch gleich? 1, 2. 1, 2. 2, 3. Okay, 2, 1, 2, 3. Also das müsste ich mir jetzt auch gemerkt haben. 2, 1, 2, 3. Und schon können wir in die Wüste hinein. Und dann auf der Bugseite des Schiffes müssen wir dann die Glocke suchen. Also gut. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Verdammt nochmal, Kaktusse sind Kacke. Und lass mich ja geraten, hier hinter den Pokies
Gibt es, sag mal, wieder eine große Fee? Das könnte vielleicht auch ein Piratengrab sein. Okay, bis jetzt habe ich keine Ahnung, wozu das jetzt hier gut sein sollte. Einfach nur eine Höhle mitten im Nirgendwo. Haben wir eigentlich noch unseren Treibsandring an? Haben wir. Also gut, wir müssen irgendwo hier... Also wir müssen irgendwo den Schiffsbug finden. Kann ja jetzt eigentlich ja bloß hier irgendwo sein. Nein, das war jetzt einfach bloß eine Oase. Schwierig. Es könnte hier vielleicht was vergraben sein. Es muss aber jetzt hier nichts vergraben sein. Hä? Was war das denn jetzt, der sagt, hier für ein Anti-Treibsandring? Okay, es gibt da also wirklich einen Geheimgang. Naja, war ja eigentlich auch verständlich. Irgendwo muss ja natürlich auch das Schiff sein. Okay, das war die geheime Höhle vom Anfang. Beziehungsweise die nicht allzu geheime Höhle am Anfang. Wenn du schon mal da bist, kaufe etwas, ein Schild für 50 Rubine. Okay,
Das besitzt du bereits. Aber welche Höhle ist das jetzt? Die gleiche? Okay, es muss hier irgendwo noch einen geheimen Eingang geben. Das ist jetzt wieder die Raubschleimhöhle. Und daher gibt es hier also auch den Schildverkäufer. Jetzt wird der Sack wirklich ein bisschen lästig. Haben wir eigentlich hier irgendwas mit der Karte? Warte mal, hier gibt es ja, sag, noch zwei Ecken, die ich nicht erkundet habe. Aber wie kann das, sag, jetzt angehen? Oh, na toll, es kann, sag, angehen. Das Bug des Schiffes. Wo ist die Glocke? Joho, als ich die Wüste nach der Glocke abgesucht habe, hat mich ein Sandsturm erwischt. Dann bin ich so wieder aufgewacht. Ich gelange nicht ins Jenseits. Habe ich dein Mitgefühl? Dann hilf mir, diese Glocke zu finden. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren. Suche ihn zuerst. Ich soll seinen verdammten Schädel suchen? Ich habe mehrere Schädel gefunden. Tja, jetzt wird wieder gebuddelt. So stark, wie es nur gehen kann. Ja, jetzt wird hier wieder gebuddelt. Um unsere Lebenspunkte aufzufüllen. Nur gab's irgendwo einen Hinweis auf den Schädel. Auf den Schädel. Ich weiß es nicht. So buddel ich hier in der Nähe des Schiffes. Ach nö. In Strandnähe vielleicht? Aber wenn es sagt danach geht, habe ich ja sagt insgesamt ja zwei Schädel gefunden. Beziehungsweise eine Schädelhöhle. Tja, ich weiß nicht, ohne einen richtigen Hinweis
Tja, buddeln wir dann halt mal in der Schädelhöhle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ihr findet ja also keinen Schädel. Da hat man uns jetzt eine recht unangenehme Mission aufgetischt. Wieso liegt der jetzt auf einmal hier? Ich habe auf dich gewartet, Kumpel. Lass uns nun die Glocke finden. Trage mich herum. Ich sage dir Bescheid, wenn wir nah dran sind. Los, Kumpel! Schlag aus! Mann, wir sind ja jetzt schon so lange hier in der Wüste unterwegs. Dass sogar der Baum schon am Wachsen ist. Upsala, sorry Kumpel. Wo bist du? Tja, müssen wir denn jetzt vielleicht wieder in die Schädelhöhle? Mein Mund ist voller Sand. Ja, tut mir leid, ich habe hier gerade was zu tun. Da ist es, ganz sicher. Das ist... Du erhältst die rostige Glocke. Die Luft hat ihr enorm zugesetzt. Oh, das ist die Glocke vom Captain, aber ob sie noch funktioniert? Die ist ja völlig verrostet. Jedenfalls ist nur der Weg ins Jenseits frei. Den Rest musst du erledigen. Können wir die Glocke benutzen? Nein. Toll. Die Glocke können wir jetzt nicht benutzen. Aber wenigstens haben wir das jetzt, sag mal, erledigt. Also unser wüstes Abenteuer hat damit, auch sein Ende gefunden. Das einzig, was der Sack daran jetzt mich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass wir, hierbei in der Wüste keinen Dungeon haben. Ob wir dann, die Glocke als nächstes zu einem Schmied bringen sollen? Wir haben ja immerhin ja schon ein bisschen Erz gefunden. Tja, Captain, ich habe deine Glocke gefunden. Egal, ob nun verrostet oder nicht, hier ist sie. Du hast mir meine Glocke gebracht? Lass mal sehen. Oh, das ist... Ah, das Ding ist ja total rostig. Willst du mich verschaukeln? Die taugt auch nicht mehr. Geh und lass sie polieren. Kann einer von euch eine Glocke polieren?
zum Verrücktwerden. Nur ein Fachmann bringt eine Glocke wieder in Ordnung, wenn sie erstmal verrostet ist. Naja, ich weiß ja, sagt nicht, ob ein Schmied jetzt, sagt nun wirklich die richtige Wahl jetzt wäre. Aber wir kennen jetzt, sagt beim besten Willen, und wirklich, ja, sagt keine Leute hier, die Glocken reparieren. Holzvogel brauchen wir auch immer noch. Okay, jetzt an der Stelle erst einmal gehen wir mit der verrosteten Glocke in Richtung Schmiede. Das ist jetzt nun wirklich das Einzige, was mir jetzt in diesem Zusammenhang erstmal einfällt. Wir haben sowieso auch ein bisschen eigenartiges Erz gefunden. Warte, oder wie hieß das? So, wir haben blaues Erz ja sowieso. Wertvolles Metall. Naja, und generell, die beiden Sachen zusammen ergeben doch jetzt sogar auch zwei interessante Erze. Metalle. Tja, also, kannst du eine Glocke für mich reparieren? Du hast uns doch schon mal aus der Patsche geholfen. Komm vorbei, wenn du geschmolzenes Erz brauchst. Ich bin gerade dabei, zwei Arten von Erz zu mischen. Ja. An der Stelle bin ich mal wieder überfragt. Ich kenne jetzt eigentlich hier niemanden, der sagt, in der Lage ist, eine Glocke zu polieren. Nein, ich glaube, er kann keine Glocke reparieren. Ich glaube, ich habe jetzt, sag mal, wieder ein paar Kernprobleme. Nein, auch er sagt nicht. Aber generell, ein Vasenhaini kann er sagt doch keine Glocke reparieren. Oh, jetzt er sagt schon wieder. Hmm.
Tja, bedauerlicherweise fällt mir jetzt der Sack wirklich... Ah, warte. Vielleicht weiß Empire, wie man eine Glocke poliert. Oder vielleicht der Bürgermeister? Tja, uninteressant. Uninteressant. Es gibt aber hier beim besten Willen, sagt nicht allzu viele Menschen, die in Frage kommen könnten hierfür. So, kannst du die Glocke reparieren? Eine Wüste? Ich kenne die Samasa-Wüste, die östlich des Dorfes beginnt. Wandel mit Vorsicht. Nein, das hat mir Sack jetzt leider auch nichts gebracht. Das ist jetzt Sack leider wirklich bescheuert. Oder auch besser gesagt bedauerlich. Nein, hier ebenfalls nix. Tja, wie würde ich sagen, dieses Kind nennen? Eich. Dein Vorschlag ist Eich? Genau. Ein toller Name, genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuch uns bald wieder, ja? Das hat mir jetzt aber auch nicht gerade sehr viel gebracht. Gibt es sonst in Zabrosia irgendjemanden, der in der Lage ist, eine Glocke zu reparieren? Warte mal, die Sache mit Zabrosia hatten wir doch eben schon. Aber genau dort in Zabrosia müssen wir jetzt irgendwas noch haben. Ich kenne ja beim besten Willen, er sagt jetzt hier niemanden. Naja, auf der Oberwelt gibt es doch eigentlich, er sagt, niemanden, der in der Lage ist, eine Glocke zu reparieren. Frau Ruhls Villa. Na, die ist sag auch nicht gerade. Haus des Schleusenwärters. Boxus Boxbude. Bigoron. Goronenberg. Federberg. Na, bedauerlicherweise, ich muss da glaube ich wieder nach Zabrosia. Aber das, liebe Leute von heute, das mache ich dann doch lieber mal wieder in einem anderen Part, und zwar im nächsten Part. Damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.